Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Warum ich dieses Video aus dem Auto drehe, erkläre ich gleich, denn ich möchte euch eine ganz kurze Übung vorstellen, die ihr überall und jederzeit machen könnt, zum Beispiel im Auto, wenn ihr wie ich gerade warten müsst, weil es draußen regnet. Übrigens finde ich die Regenuntermalung gerade auch sehr passend für dieses Video. In diesem Video geht es um unser Monkey Mind. Vielleicht hat das schon mal der ein oder andere gehört. Wir haben in unserem Kopf wie so ein kleines Äffchen. Und es springt von Gedanke zu Gedanke zu Gedanke zu Gedanke und das ist super, 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 super schnell, dieses Äffchen. Und das bekommen wir so im Alltag gar nicht so richtig mit. Und es ist auch prinzipiell gar nichts falsch an diesem Äffchen. Das hat auch jeder Mensch, ist auch in Ordnung. Aber es ist mal ganz nett, von Zeit zu Zeit diesem Äffchen ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Mal zu gucken, mit welchen Gedanken sich das eigentlich so unterbewusst beschäftigt. Und wenn man das ein bisschen regelmäßiger macht, kann man es dann auch schaffen, diesem Äffchen auch mal ein bisschen Ruhe zu gönnen oder es diesem Äffchen zu ermöglichen, mal bei einem Gedanken eine Weile zu verharren und nicht gleich wieder zum nächsten und übernächsten zu springen. Ihr könnt diese Übung jederzeit überall machen. Ihr braucht dafür 3 Minuten Zeit. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Stell dir deinen Handywecker auf 3 Minuten ein. Und wenn du das gemacht hast, schließt du dann einfach deine Augen. Verbringe die nächsten 3 Minuten einfach nur mit dir selbst, mit deinem Geist und deinem kleinen Äffchen. Tu nichts weiter als einfach still zu sitzen und deine Gedanken zu beobachten. Du musst gerade nichts tun, du musst nichts leisten. Deine Aufmerksamkeit richtet sich einfach auf deinen Geist und schaut, welche Gedankenflut innerhalb von diesen wenigen 3 Minuten in deinem Geist aufploppt. Ganz ohne irgendwelche Ablenkungen kannst du nun einmal schauen, mit was sich dein Geist die ganze Zeit beschäftigt, auseinandersetzt, wohin er seine Aufmerksamkeit richtet. Du wirst überrascht sein, was sich dir in diesen 3 Minuten eröffnen wird. Und wenn dein Timer dann wieder klingelt, öffnest du einfach wieder deine Augen. Drücke hier jetzt einmal Pause, stell deinen Handywecker auf 3 Minuten. Wenn du die Augen wieder geöffnet hast, drücke hier wieder auf Play. Viel Freude mit dieser Übung. Wahrscheinlich kamen dir, wenn du sowas nicht häufiger machst, diese 3 Minuten unglaublich lang vor. Weil wir halt nicht noch eben eine WhatsApp-Nachricht beantwortet haben, durch unseren Instagram-Feed gescrollt haben, sondern einfach mal 3 Minuten bei uns waren. Und wenn man das zum ersten Mal macht, kommt einem das wirklich sehr lang vor. Und vielleicht war es für dich auch nicht einfach, diese Gedanken wirklich mal zu beobachten. Aber du kannst stolz auf dich sein. Du hast gerade etwas getan, was 90% der Menschen nie machen. Sich nämlich mal Zeit für ihre Gedanken zu nehmen und die bewusst einmal zu beobachten. Und du kannst gerne mal aufschreiben, wenn du irgendwelche Aha-Momente in dieser Übung hattest. Wenn dir irgendetwas aufgeploppt ist, was du sonst gar nicht so auf dem Schirm hattest. Und schreib mir jetzt auch gerne in die Kommentare, wie diese Übung für dich war, was du dabei gespürt hast, was du vielleicht auch erkannt hast. Und auch wenn diese Übung ein bisschen Überwindung kostet, lohnt es sich, die wirklich regelmäßig zu machen, sich regelmäßig diese 3 Minuten zu nehmen, um sich selbst die Ruhe zu gönnen, um dem Geist die Ruhe zu gönnen und mal zu schauen, was da in deinem Kopf eigentlich die ganze Zeit abgeht. Ich hoffe, diese Übung hat dir gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Wenn ihr euch mehr solcher Übungen für euren Alltag wünscht, wenn ihr einmal von oben bis unten euer Leben umkrempeln möchtet, wenn ihr stark statt gestresst als Mama und Frau sein wollt, dann lade ich euch ein, euch in die Warteliste für meinen neuen Online-Kurs einzutragen. Mein neuer Online-Kurs, Stark statt gestresst als Mama und Frau, wird
Ende September gelauncht. Dann wird der geöffnet. Und alle, die sich jetzt schon in die Warteliste dafür eintragen, erhalten A, alle Informationen als erstes und B, bekommen sie wirklich sehr exklusive, hochwertige, auch hochpreisige Boni zum Kurs mit dazu. Den Link zur Warteliste findet ihr nochmal unten im Video. Dort könnt ihr euch ganz einfach eintragen. Ihr verpflichtet euch damit zu nichts. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann!